Walter, komm mit. Bindel. Wieso willst du, dass ich da reingehe? Wir haben keine Milch mehr. Und du bist seit über einer Woche nicht aus dem Haus gegangen. Du kannst nicht immer nur im Dunkeln sitzen und die alte Filme anzünden. Sieh dir nur die vielen Menschen an, Peter. Was ist, wenn ich mich wieder verirre? Was, wenn er dort ist? Walter, er ist nicht dort. Und ich verspreche dir, ich werde nicht zulassen, dass du nochmal entführt wirst. Okay. Nein. Nein. Ich fange gerade an, die Feigheit zu schätzen. Der Löwe hatte völlig recht. Der Löwe? Ja, der feige Löwe. Aber der Löwe ist nur eine Filmfigur und in Wirklichkeit ist er wahnsinnig tapfer. Hi. Hi. Kannst du in einer halben Stunde startbereit sein? Warum? Was gibt's? Drei tote Cops und ein vermisstes Kind. Klingt eigentlich nicht nach einem Fall für uns. Warte, bis du mehr von dem Kind gehört hast. John Fekarski war gestern Abend der leitende Beamte auf diesem Revier. Kurz nach neun hat er seinen Bericht zur Datenbank der State Police geschickt. Laut Gerichtsmedizin waren Fekarski und seine beiden Kollegen eine Stunde später tot. Und der Junge? Ist er verschwunden? Ich glaube, die Täter waren seinetwegen hier. Wir haben keine Spuren hinterlassen. Wir haben weder Fingerabdrücke noch Patronenhülsen gefunden. Und sie haben die Überwachungsaufnahmen gestohlen. Aber es gibt ein Foto von dem Kind. Fekarski hat es zusammen mit dem Bericht abgeschickt. Ich habe mal einen Jungen gesehen, der auch so aussah. Er war im selben Alter wie dieser Junge. Wahnsinn. Ja, und er spielte Banjo. Das war eine unvergessliche Melodie. Ja, hast du ihn auch gesehen? Das ist ein Film. Wir haben ihn zusammen gesehen. Er heißt Beim Sterben ist jeder der Erste. Vermutlich ist es nicht derselbe Junge. Diesem Bericht zufolge sah der Junge völlig normal aus, als Verkaufte ihn aufgegriffen hat. Nathan Brawl, wir haben was gefunden, das Sie sich ansehen sollten. Sie waren in den Akten. Es gab 40 oder 50 Berichte dazu. Seltsame Geschichten über diese missgebildeten Menschen. Manche Berichte sind 30 Jahre alt. Er hat sich vieles vor meinen Augen verwandelt und dann sah er furchterregend aus. So wie Fekarski berichtet hat, verunstaltet und deformiert. Er sah aus wie ein Cousin von Bigfoot. Nein, das ist ganz falsch. Es gibt zwischen Bigfoot und diesen Jungen keinerlei Ähnlichkeiten. Und eine Idee, die auch nicht. Also Sie werden, Sie glauben das nicht. Wieso muss ich nicht? Das ist ja noch niemand, die Existenz sprechender Löwen oder Delfine, die es nachgewiesen hat. Weiß noch längst nicht, dass es die nicht gibt. Agent Fulbe, mein Vater schockiert aber so ganz gern. Nehmen Sie das bloß nicht an. Diese Berichte wurden als Unsinn abgetan. Es gibt nichts, was sie untermauert, keine klaren Beweise, aber der Großteil der Vorfälle ereignete sich in derselben Gegend, in der Nähe von Edania.